Warum lügen wir? Warum, wenn wir den ganzen Tag über zählen würden, wie oft wir lügen, egal ob kleine, große, ich glaube, diese Zahl wäre erschreckend, wenn man es sich wirklich mal bewusst machen würde, wie oft wir den ganzen Tag über lügen. In der Beziehung, in der Familie, mit Freunden, in allen Bereichen unseres Lebens lügen wir. Jeder kennt das Zitat, jeder will Ehrlichkeit, aber keiner verkraftet die Wahrheit. Und hier sind wir, glaube ich, auch schon am richtigen Punkt. Meiner Meinung nach lügen wir in den meisten Fällen, um andere Menschen nicht zu verletzen. Wir entscheiden für die anderen Personen in unserem Leben, wie viel Wahrheit sie verkraften, was sie alles verkraften. Und entscheiden dann immer kontinuierlich, ob wir ihnen die Wahrheit sagen, wenn sie sie verkraften oder wenn es sowieso easy ist, die Wahrheit zu sprechen. Aber sobald es schwierig wird, fangen wir an zu lügen, weil wir Angst haben vor der Reaktion. Vielleicht haben wir Angst, nicht mehr gemocht zu werden. Vielleicht haben wir Angst, dass dann ein Streit entsteht, ein Konflikt, eine ewig lange Diskussion, ein ewig langes Gespräch. Wir nehmen ihm die Entscheidung ab, darüber zu urteilen oder sich selber ein Bild davon zu machen. Wir nehmen ihm die Entscheidung ab, wie er mit der Wahrheit umzugehen hat. Und das ist der Nummer 1 Grund, meiner Meinung nach, warum wir lügen. Wir meinen es oberflächlich gut mit unseren Mitmenschen und wollen sie nicht verletzen. Wir wollen immer Harmonie. Wir wollen, dass es allen gut geht und sich niemand verletzt fühlt. Und so verdrängen wir immer mehr und mehr die Wahrheit, bauen Illusionen auf und die Enttäuschungen lassen nicht lange auf sich warten. Irgendwann werden sie kommen. Und dann ist die Verletzung viel größer. Jeder denkt immer, Enttäuschung ist was Negatives. Aber dieses Wort Enttäuschung bedeutet, dass eine Täuschung auffliegt. Und das ist meiner Meinung nach nichts Schlechtes. Denn eine Enttäuschung ist ein Schritt näher an der Wirklichkeit, ein Schritt näher an der Wahrheit. Wenn man Enttäuschungen lebt, weiß man nie, wo es hingeht, was man machen soll, was jetzt stimmig ist und was nicht. Man weiß nie, wo man dran ist. Man kann nicht selber entscheiden, wie man mit der Wahrheit umgeht. Man kann nicht selber Entscheidungen treffen, anhand von der Wahrheit. Und das finde ich nicht okay. Jeder sollte selber entscheiden. Jeder sollte die Wahrheit kennen und in der Wirklichkeit leben dürfen und dann selber Entscheidungen treffen. Selber versuchen, mit der Wahrheit umzugehen. Und das macht dann auch einen stark. Man verlässt das Elternhaus, war meistens behütet, geht dann raus in die schöne weite Welt, bekommt eins rein vom Leben, hat seine ersten Enttäuschungen in Freundschaften, Beziehungen. Man hatte nie die Möglichkeit, mit der Realität, mit der Wirklichkeit umzugehen. Und in der heutigen Zeit ist die Welt alles andere als ein Ponyhof. Und man sollte nicht schwach sein und sich von der Welt und von all den Umständen und anderen Menschen fertig machen lassen. Andere Menschen sollten nicht mal die Möglichkeit dazu haben. Wenn ich aber niemals lernen darf, mit der Wirklichkeit, mit der Wahrheit umzugehen, dann werde ich niemals selber an meiner eigenen inneren Stärke arbeiten können. Wir wollen anderen Menschen etwas ersparen. Wir wollen, dass es ihnen gut geht. Aber gleichzeitig, was wir nicht wissen, ist, dass wir ihnen auch eine Menge nehmen. Wir nehmen ihnen viel mehr, als wir ihnen geben. Wir schenken ihnen einen kurzen Moment, wo sie sich freuen können, zurücklehnen können. Aber irgendwann wird die Enttäuschung so oder so kommen. Ob von euch oder von anderen Umständen. Und sie hatten nie die Möglichkeit, an sich, an ihrer Stärke zu arbeiten und mit der Realität, mit der Wahrheit umzugehen. Weil ihr ihnen diese Möglichkeit genommen habt. Also Leute, lasst uns einfach verdammt nochmal versuchen, so wenig wie möglich zu lügen und immer die Wahrheit zu sprechen. Auch wenn die Wahrheit wehtut. Aber lasst sie uns einfach aussprechen. Und lasst uns gemeinsam individuelle, starke, authentische Menschen werden, die einiges hier verändern können. Angefangen mit der Wahrheit. Yes, Leute! Das war's von mir, Dionysos. Danke, dass du dir das angeschaut hast. Wenn du die Message verbreiten willst, teile dieses Video. Es würde mich riesig freuen. Falls du Fragen hast,
Anregungen, lass es mich auch wissen. Lass mir ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat und du weitere Videos sehen möchtest. Jawohl, das war's von mir. Peace, Love, Harmony und ganz viel Wahrheit, ganz viel Stärke, ganz viel Wirklichkeit. Bis dahin, peace out.